bin Holger, komme aus Köln, bin bei der Kölner AIDS-Hilfe Ehrenamtler, bin da hauptsächlich in der Telefonberatung und in der Online-Beratung tätig. Es geht immer um die bunte Mischung aus Fragen zur Sexualität, Partnerschaft, Fremdgehen, natürlich auch Risiken, die mit HIV und AIDS zu tun haben. Und man weiß einfach nicht, was einen da erwartet. Das ist das Spannende an der Sache. Anonymes Beratungstelefon der AIDS-Hilfen. Guten Abend. Also die Telefonberatung ist ja anonym. Es gibt aber schon mal den Fall, dass trotzdem dann zur Sprache kommt, dass ich HIV-infiziert bin. Einfach weil ich in dem Moment spüre, dass das für den Anrufer auch vielleicht eine wichtige Information ist. Weil es da nicht so eine theoretische Auskunft ist, sondern der Anrufer dann schon mitbekommt, ich weiß, wovon ich rede, ich bin in Anführungszeichen vom Fach. Und Sie haben sich Angst mit HIV jetzt angesprochen? Die AIDS-Hilfen machen ja verschiedene Beratungsangebote. Es gibt einmal die anonyme Telefonberatung und auch die Online-Beratung. Es gibt aber auch, ich sag mal, die 1-zu-1-Beratung im Health Support, wo einfach Schwule andere Schwule beraten oder Positive andere Positive beraten. Ich glaube, dass gerade die Telefonberatung sehr wichtig ist für Menschen, die sich scheuen, direkt in die AIDS-Hilfe zu gehen. Ich bin sehr dankbar darüber, dass Leute im Ehrenamt solche Arbeit leisten und dass für Menschen wie ich, die sich erst nicht getraut haben, sowas in Anspruch nehmen können. Ehrenamt macht mir unglaublich viel Spaß. Ich bin der Helfertyp, der Beratertyp, immer schon gewesen. Freue mich auch wirklich, wenn ich Leuten dann helfen kann. Das ist also das, wo ich auch wirklich meinen Spaß und meine Energie draus ziehe. Neben den ganzen anderen Vorteilen natürlich viele neue Leute kennenlernen, auch Freunde finden darüber, Fortbildungen machen. Also da gibt es ganz viel, weswegen Ehrenamt wirklich Spaß macht für mich.